Hallo und guten Tag. Hier aus dem Oman. Ja, willkommen zum Vlog 2. Genau, wir sind ja unterwegs mit der Mein Schiff 6 hier gerade im Orient. Und wir kommen gerade schon aus einem von einem vierstündigen Ausflug zurück. Wir haben eine Dau geschartert. Genau. Nicht ganz alleine, nee. Aber war wirklich eine schöne Tour. War nur sehr früh. 7.45 Uhr ging es los. Ja, das war uns auch nicht vorher bewusst, ne? Also, hat man nicht mehr so auf dem Schirm. Das sollte man auf dem Schiff checken, ja. Weil irgendwie stand das nirgendwo, ne? Nee. Also bei der Buchung haben wir es auf jeden Fall nicht gesehen. Gut, wir haben es auch überlebt. Es war trotzdem schön. Jetzt haben wir noch den langen Tag vor uns. Ja, was ein bisschen schade war, weil gestern ja quasi auch Anreisetag war in Dubai. Gab es die erste Poolparty. Und dann bleibt man ja jetzt nicht unbedingt bis 2 Uhr da. Nee. Also manche haben es, glaube ich, gemacht, ne? Die dann auf dem Schiff lagen. Lagen auch ein bisschen. Ich habe auch kurz ein kleines Nickerchen gemacht. Der Motor war aber auch sehr entspannt, ja. Ne? Das muss man sagen. War ein sehr durchgehendes Geräusch. Und wir haben Delfine gesehen. Genau, ein paar konnten wir einfangen, so viele waren es nicht, aber war trotzdem eine schöne Tour durch die Fjordlandschaft hier. Zwei Arten von Delfine hier. Eine Art ist sogar 3,20 Meter, ne? Genau. Aber wir haben die kleineren, die 1,70 Meter. Haben also wir gesehen. Fast wie ich, ne? Gesehen. Haie haben wir nicht gesehen. Nee, wurde angekündigt, aber der kam leider nicht raus. Oder ja. Vielleicht auch zum Glück, wir wissen es noch nicht. Im Wasser haben wir uns auch nicht getraut. Einen Badestopp gab es, aber wir haben uns nicht reingetraut. Da waren wir noch nicht aufgewärmt genug für. Ja. Und was wir auf jeden Fall als Tipp geben, bucht auf jeden Fall einen Ausflug vorab, weil auf eigene Faust ist hier nicht viel. Nee. Ist ein nicht Industriehafen, aber auch kein Hafen, wo jetzt viel Möglichkeit ist, was zu erkunden. Zentrum sind 4 Kilometer, genau. Deswegen guckt vorab, was ihr hier macht. Das als Tipp an der Stelle, weil ansonsten ist das schwierig hier, ne? Ja. Also wir haben hier von 7 bis 17.30 müssen wir wieder an Bord sein. Aber wir gehen jetzt mal zurück, denke ich. Genau, wir werden uns dann jetzt gleich mal auf dem Sonnendeck ausruhen und ein bisschen Sonne tanken. Dafür sind wir ja auch hier. Genau. Also wir sehen uns später. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und für euch geht es aber gleich wir im Vlog weiter. Wir zeigen noch mal ein paar Eindrücke genau. Von der Dinosaurs. Ne? Bis später. Ciao, ciao. Bitte, wo geht's hin? Na, oben, an Deck. Zum Auslaufen. Auslaufen, ne? Ist ja in vollem Gange, ne? Ja. Ist richtig emotional. Hier sind wir. Wir gehen jetzt mal aufs Deck nach oben. Laufen gerade aus Kasab aus, im Oman. Und da zeigen wir euch jetzt mal eben. So, seid ihr live dabei hier. Wir suchen uns gerade einen Platz. War natürlich spät dran. Alles voll hier an Deck. Aber die Musik hört man ja auch ganz gut. Wir suchen uns jetzt mal einen Platz weiter hinten, ne, Fritte?
Ja. Versuchen es auf jeden Fall mal. Gucken, ob wir noch einen kriegen. Das sind immer schöne Farbverläufe hier, oder Futter? Ja. Das ist im Oman immer. Oh, die Sonne kleine. Ist da hinterm Berg heute. Genau. Untergegangen. Ja, irgendwo untergegangen. Da sind unsere Daus. Ja, von da hinten. Da ungefähr sind wir abgefahren. Das heißt, wir sind einmal hier lang gegangen. 5 Minuten Fußweg. Ja, ne? Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Passt nur bei der Buchung auf. Wir hatten die frühe Tour. Wir können uns aber nicht mehr daran erinnern, ob man das bei der Buchung auswählen konnte. Es gab auf jeden Fall noch eine spätere Tour. Also da auf jeden Fall drauf achten. Aber die Tour können wir euch grundsätzlich schon empfehlen. Aber man weiß nicht, ob die auch die Dinosaurier wollten. Die Dinosaurier wollten schon sein. Delfine gesehen haben, ne? Ja. Wir drücken auf jeden Fall allen die Daumen, die Tour gebucht haben. Ja, klar. Nee, ich meine die spätere. Ja, ja. Vielleicht sind die ja auch vielleicht sind die dann beim morgens Abendessen. Aktiv. Vielleicht sind die dann beim Essen. Ja. Ich weiß es nicht. Ein sehr kleiner Hafen auf jeden Fall hier. Haben wir gerade so an Anleger gepasst. Vorhin haben wir noch festgehalten, wie hier alle Händler, die in den Iran oder aus dem Iran kommen und dann jetzt wieder in den Iran zurückfahren von hier aus. Knappe, was hat der Kapitän eben gesagt? 55 Kilometer. Brauchen sie knapp eine Stunde für mit ihren beladenen kleinen Speedbooten. Bin ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, die brauchen länger. Jetzt blenden wir hier mal ein. Dass jetzt wurden wir nochmal hier. Haben wir uns nochmal verabschiedet? Der nochmal drauf gedrückt. Hat er uns nochmal erschrocken. Ja. Nee, was wollte ich gerade erzählen? Da blenden wir hier nochmal ein. War schon eine Menge, die da losgefahren ist dann auf einmal, weil die müssen circa 17 Uhr müssen sie wieder fahren, ne? Ja. Dürfen morgens ab 7 Uhr kommen und müssen um circa 17 Uhr dann wieder den Hafen verlassen. Da. Da waren sie dann alle wie so ein Schwarm Bienchen, sind sie dann gefahren, ne? Ja. Das steht morgen war so ans Dritte. Eine Nummer. Morgen ist Abu Dhabi. Morgen früh legen wir um 8 an. Gehen wir wahrscheinlich lecker hinten frühstücken. Genau, im Hanami. Ja. Mal gespannt. Und dann gucken wir mal. Wir haben eigentlich was Großes vor. Also Fred hat es was vorgenommen. Ich habe mir was vorgenommen. Konnte man vorhin dann noch nicht buchen. Ich heute mal versucht. Hier über das Bordinternet ging es aber leider nicht so gut. Aber morgen haben wir wieder normales Handynetz. Virgin und dann werden wir das mal versuchen, dann darüber noch zu buchen. Wenn wir nicht weggeflogen sind, morgen ist mehr Wind. Ja. Windstärke 6. Windstärke 6. Aber wir sind ja erprobt genau. Bis 11, 12. Wir sind ja mehr gewohnt. Ich gehe mal hier einmal rüber. Hier haben wir nämlich nochmal die Beleuchtung abends auch. Auch immer sehr schön anzusehen. Und alles sehr, sehr voll hier auf jeden Fall. Also hier hinten geht's dann. Aber vorne direkt am Pooldeck, da steht nämlich Fritte. Er kuttert da natürlich voll raus. Da kommt alles raus. Da kommt der ganze Dampf raus, genau. Ja. Weißer Rauch. Was hieß das nochmal? Habemus Papa. Ja. Hier riecht es auf jeden Fall auch schon nach Essen. Hast du Hunger? Ach, Hunger würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber Essen kann man sicher mal angucken. Wir haben uns hier noch mal kurz umplatziert, weil man uns gerade eben nicht so wirklich mehr sehen konnte. Aber wir wollten nur sagen, wir hoffen, euch hat der Vlog hier aus Kasab im Oman gefallen. War mal ein etwas anderer Ort. Waren wir ja noch nicht. Waren ne? wir noch nicht, sonst waren wir immer in Muscat, was ein bisschen weiter noch liegt. Aber die Fjorde, ne? Auch traumhaft, hier, ne? Also des Omans. Können wir euch nur empfehlen. Fahrt mit der Dau rein. Genau. Ist ein Erlebnis. Alle Infos dazu in der Infobox. Wenn ihr aber noch sonstige Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Wir antworten da gerne drauf. Oder per Instagram oder Instagram, wo auch immer, E-Mail, ne? Alles, was ihr möchtet. Und ja, wenn euch die Tour bisher gefallen hat und ihr sagt, ach, ihr habt mich jetzt schon überzeugt,
haben wir auch immer einen Link in der Infobox, also da könnt ihr gerne drüber buchen, das ist ein Affiliate-Link. Genau, da unterstützt ihr unsere Arbeit noch ein bisschen. Für euch verändert sich nichts, auch am Buchungsprozess oder am Preis. Wir kriegen einfach nur einen kleinen Anteil, eine kleine Provision und damit können wir noch mehr schöne Videos für euch machen. Also, wäre super nett. Und schön dranbleiben, ne? Genau. Also im nächsten Vlog auch. Die Vorschau kommt nämlich jetzt nach dem Abendprogramm. Genau, also. Da steht nämlich auch noch einiges auf dem Programm. Da kommt der Kapitän nämlich und stellt sich vor. Persönlich bei uns. Ja, haben wir so angeboten. Wir haben ihn gestern getroffen. Gestern, ne? Haben also wir ist gar nicht so. Ixon weg getroffen, das stimmt. Da habe ich ihn zwar nicht erkannt, aber Fritz ich habe ihn erkannt und er hat mich, also eigentlich ihn auch begrüßt, ne? Ja. Ja. Aber natürlich erstmal Fritz. So. Jetzt deshalb, aber zum nicht Abendprogramm. Zu lang wird. Genau, wir gehen jetzt zum Abendprogramm oder was essen. Over and dran. Out, bis später. Ciao, ciao. Avocado. Abendessen im Ankelmannsplatz mit Fritte. Heute ist Brotzeit. Tomatensüppchen, klare Tomatensuppe und kleines Brot dazu. Lecker. Guten Appetit. Fritte auf dem blauen Balkon. Das ist die Mutprobe. Ist jetzt nicht mehr so schlimm. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, der Kapitän und sein Team heißen Sie recht herzlich willkommen. Begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus den Küchenchef. Und hier ist Ihr Sicherheitsoffizier. Und hier die rechte Hand des Kapitäns, der Staff Captain. Ladies and Gentlemen, und hier ist er, Ihr Kapitän. Danke, danke. Die Stimmung ist ja hervorragend. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Geht's Ihnen gut? Ja, perfekt. Sollte ja auch, ne? Oder? Wenn man hier auf so einem Wohlfühlschiff ist. Sie sind nicht alle nur hier, um Heizkosten zu sparen. Das ist schön. Ja, also 7 Jahre war ich da auf der Deutschland. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Wir sind erstmal natürlich so um die ganze Welt gefahren, auch mit Amazonas und Bora Bora, Papete und so weiter. Wayne Carpendale vor dem Gefängnis in Panama gerettet, indem wir dann quasi der Polizei mit unserem Tenderboot davongerast sind. Kommen wir ja gerade, wo wir dabei sind. Also ne, der Stabskapitän und wir, ich habe heute Morgen angelegt, er hat dann heute Morgen abgelegt sozusagen. Wir teilen uns die Manöver und da haben wir immer einen kleinen Tipp gerade für Gäste, die eine Balkonkabine so im vorderen Bereich des Schiffes haben. Ist jemand dabei? Dann haben sie den großen Vorteil, sie können auch dem Stabskapitän und mir so beim An- und Ablegen ein bisschen auf die Finger schauen. Ne? Das ist ja vielleicht mal ganz interessant. Jetzt kommt aber der große Tipp oder eben die Bitte. Ne? Das Gute ist ja, wenn Sie uns sehen können, können wir Sie allerdings auch sehen. Und natürlich können Sie sich vorstellen, dass es gerade morgens mal nicht so einfach ist, wenn der eine oder andere den Wohlfühlbademantel vielleicht vergessen hat. Ne? Aber war auch anders geplant, ja. Ob es geklappt hat. Also gab es heute richtig gute Schnitte. Also wir machen jetzt noch ein alternatives Abendprogramm. Boah, die wollten uns einfach nicht wieder persönlich sehen, haben sie ja vorletzter schon gehabt.